Hi Leute, ich bin's Albert von WindowsArea.de und wir waren heute den ganzen Tag für euch auf der Gamescom. Jetzt ist es etwa 19 Uhr und die Besucher verlassen schon langsam das Event und wir haben uns das heute alles ein bisschen angesehen und führen euch heute jetzt in den nächsten paar Minuten durch das Event und zeigen euch, was uns am besten gefallen hat. Ein sehr großer Fokus auf der diesjährigen Gamescom war natürlich Virtual Reality und kein Wunder, dass viele Aussteller ihre Produkte vor allem mit VR beworben haben. Samsung hatte einen enormen Stand mit dutzenden Gear VR Headsets zum Ausprobieren und selbst Indie-Entwickler wollen in diesem Bereich mitmischen. Beeindruckend sind natürlich die Demos von AMD, Nvidia und Intel, also den ganz großen Playern im Hardware-Markt. AMD hat gezeigt, dass sich die eigene 250€ RX 480 Grafikkarte gar nicht vor VR-Anwendungen verstecken braucht. In einer 12-minütigen Demo spielten wir eine Reihe von Games, darunter eine Art 3D-Tennis und Fruit Ninja. Nachträglich betrachtet sieht es unglaublich bescheuert aus, aber so abgekoppelt von der Außenwelt Tennis zu spielen oder ein paar Früchte zu zerschneiden, das macht schon echt Spaß. Noch imposanter war aber der Stand von Intel auf der Gamescom 2016, wo wir zwei kleine Runden auf Brands Hatch in einem LMP-Auto im Project Cars fahren durften. Die Kombination aus diesem Rennsessel, der einem beim Crash ordentlich durchschüttelt, und der Brille, die auf die eigenen Bewegungen reagiert, macht das Ganze erst richtig interessant und verdammt realistisch. Man ist näher dran am Game, konzentriert sich mehr, also man hat wirklich Angst, in eine Mauer zu fahren, also man tut ja auch wirklich alles dafür, dass man eben nicht wo reinfährt und hat unglaublich großen Spaß dabei. Als absoluter Rennsport-Fan war das eines meiner persönlichen Highlights auf der Gamescom. Also FIFA 17 haben wir heute natürlich auch ausprobiert und für die Fans, die es natürlich jetzt interessiert, wie ist es im Vergleich zu FIFA 16? Ich muss sagen, Physics hat sich doch durchaus verändert. Also wenn man jetzt FIFA 16 gespielt hat und dann auf FIFA 17 umsteigt, dann bemerkt man schon einen Unterschied. Ich kann jetzt nicht speziell sagen, was es ist. Was mir jetzt aufgefallen ist beim Spielen, ist, wenn man jetzt zum Beispiel einrutscht, dann fliegt der Ball ein bisschen weiter vom gegnerischen Mitspieler weg. Also da kann es wirklich sein, dass der Ball dann ja einige 10-15 Meter wegfliegt bzw. einfach wegspringt, wenn man in den Gegner einrutscht. Das heißt, er ist einfach nicht direkt 1 oder 2 Meter vor dem Spieler. Das ist mir schon mal aufgefallen. Das andere ist, die Menüs sind natürlich verändert, also wie immer eigentlich. Und es gibt einen neuen Modus, wo ihr einen, also ich glaube, das heißt The Journey, und ihr spielt da einen Charakter, eigentlich wie Be a Pro bisher, nur dass es eben jetzt einen gewissen Story-Mode dahinter gibt. Das heißt, ihr könnt weiterhin also diesen Spieler entweder als Einzelspieler spielen, das heißt, ihr wartet auf die Pässe, ihr spielt lediglich den, ihr kontrolliert nur diesen Spieler, oder ihr kontrolliert eben die ganze Mannschaft. Aktuell in dieser Demo hier stehen nur wenige Mannschaften zur Verfügung, die zeigen wir euch nachher noch her. Also wirklich einige Top-Clubs, Manchester United, Olympique Lyon, Bayern München oder auch Real Madrid. Und in dieser Demo konnten wir also entweder gegen die KI spielen oder eben gegeneinander. Ich habe schon ein bisschen was dazu gelesen, also einiges behaupten schon, es ist das beste FIFA aller Zeiten. Und von der Physik her ist es wirklich ein bisschen besser, aber da ist es einfach so, dass die Unterschiede sind marginal. Und da wird man drüber streiten können, welches Game jetzt das beste FIFA war. Was noch aufgefallen ist, ist, dass einerseits die Elfmeter sind verändert worden. Zumindest in dieser Demo war es so, dass man beim Elfmeter eben schießt man in eine Richtung und man sieht auch den Richtungspfeil, welcher eben zeigt, in welche Richtung dieser Elfmeter gehen wird. Für den gegnerischen Tormann ist es umso leichter, eigentlich, also das ist jetzt in der Demo zumindest so gewesen, aber bei unserem Testspiel hat es trotzdem ein ziemlicher Fail gegeben, wie ihr dann in der Sofortwiederholung sehen könnt. Also, dass da der Tormann nicht hält, ist ganz ehrlich schon ein bisschen peinlich. Also, es sind ja diese typischen FIFA-Fails, jeder kennt es vom Letztjahrestitel. Also es passiert einfach, das ist FIFA, das gehört ein bisschen dazu. Und das nächste ist, Freistöße sind auch verändert worden und die Eckbälle. Also anstatt, dass man jetzt einfach blind reinschießt, praktisch gesehen, kann man bei den Eckbällen einen bestimmten Punkt auswählen, genauso wie bei den Freistößen aus einer gewissen Distanz. Und zu diesem Punkt wird der Spieler näherungsweise dann schießen. Der Gegner sieht das natürlich, ist logisch. Und
Ja, ob der Ball dann dorthin geht, hängt davon ab, wie fest man schießt und wie schnell man den Eckball ausführt und so weiter. Also es ist generell erstens für die Gegner ein bisschen einfacher geworden und andererseits ist es auch ein bisschen einfacher geworden, ein Gefühl dafür zu haben, wohin der Ball dann geht, wenn man einen Eckball schießt oder wenn man einen Freistoß schießt. Auch bei Microsoft wird hier mittlerweile aufgebaut, wie man auch hier bei Forza Horizon 3. Ihr seht es, man konnte es auf der Xbox One spielen und auch auf dem PC. Die sind mittlerweile abgeschaltet, aber dafür haben wir natürlich auch vorgesorgt und haben vorher die Footage aufgenommen. Und ja, ich muss sagen, es war ziemlich beeindruckend. Es ist ein bisschen mehr Arcade-Style, als es bei Forza Motorsport 6 oder Forza Motorsport Apex war. Aber die Grafik war am PC auf jeden Fall sehr beeindruckend. Man konnte sehen, dass beispielsweise, man sieht es hier vielleicht auch mit der Regenspritze, hat es wirklich auch großartig ausgesehen und Microsoft hat von der Grafik her nicht zu viel versprochen. Es ist ein bisschen mehr im Need for Speed-Style vom Gaming her, das heißt, Drifts sind leicht zu setzen, auch das Autofahren generell geht wirklich leicht von der Hand, auch für eher unerfahrene Rennspieler, würde ich sagen. Und ich finde es sehr interessant, Forza Horizon 2 war ja eigentlich ein ziemlicher Xbox-Hit und ich denke, Forza Horizon 3 wird dem auch ziemlich erfolgreich nachfolgen. Was noch auf der Gamescom zu sehen gab, das war Overwatch, nämlich das neue Medieval-Update. Da gab es eine neue Map zu spielen. Leider durften wir das nicht filmen. Da gab es 6 gegen 6 Spieler, haben gegeneinander gespielt. Und ich muss sagen, die Map gefällt mir sehr gut. Sie ist wirklich gut organisiert. Es gibt immer ein bisschen eine gewisse Pfade, wo man durch kann. Und da denkt man sich schon, es war ein sehr cooles Game Design. Wirklich durchdacht, dass man keine, wie soll ich sagen, Pattsituationen kreiert, sondern das Spiel bleibt immer spannend und das hat mir sehr gefallen an Overwatch und generell an dieser Map. Also Overwatch war wirklich cool, das haben wir, ich glaube, 20 Minuten lang spielen dürfen und das war auch ein Highlight, würde ich sagen, von der Gamescom 2016. Neben den ganz großen Playern konnte uns aber auch ein Indie-Game auf der Messe begeistern. Bei Black The Fall handelt es sich um ein spannendes Rätselspiel, das in einer Fabrik im ehemaligen kommunistischen Rumänien spielt. Dabei steuert ihr einen Arbeiter, der seine Chance entdeckt, die Fabrik zu verlassen, und ihr müsst ihm in etwa 6 Stunden Gameplay den Weg weisen. Black The Fall wird Anfang 2017 auf den Markt kommen, und zwar für PC und Konsolen. Wie uns die Entwickler verraten haben, plant man auch eine Veröffentlichung im Windows Store, denn man war sehr begeistert von Microsofts Play Anywhere Programm. Das lässt Entwicklern die Möglichkeit, dass sie ihr Spiel auf einer Windows-Plattform, das heißt zum Beispiel auf der Xbox, kaufen lassen und die Kunden besitzen es dann auf all ihren Windows-Geräten, das heißt am Desktop und auch auf der Xbox One. Aber nicht nur im absoluten High-End-Bereich wollte AMD auf der Gamescom auf sich aufmerksam machen, sondern vor allem mit den recht günstigen RX 470 und RX 480 Grafikkarten. Beide Modelle konnten Besucher mit FIFA 16 und Dirt Rally kurz ausprobieren, jedoch ist keines der Games wirklich für einen Benchmark geeignet. Für etwa 150 Euro für die RX 460 und 230 Euro für die RX 470 bekommt man heute aber wirklich sehr viel Grafikleistung für sein Geld, das steht auf jeden Fall fest. Im Notebook-Bereich war AMD dagegen eigentlich auf der Gamescom gar nicht vertreten, denn hier ist Nvidia mit der GeForce 10er-Serie omnipräsent. Die Grafikkarten im mobilen Bereich sind im Vergleich zu ihren Vorgängern noch beeindruckend besser geworden. Praktisch 2 bis 3 Mal die Performance der 79 hat die 1070 jetzt und das hat auch seinen Preis. Die Geräte sind größer und teils wesentlich schwerer. Das Asus ROG 752 bringt dank einem hochwertigen Alu-Gehäuse ganze 4,5 Kilogramm auf die Waage. Und das Topmodell des türkischen Herstellers Monster mit i7 und GTX 1080 Grafikkarte wiegt 3,9 Kilogramm. Übrigens basieren die Notebooks von Monster auf den Geräten von Medion, sodass deren beider Lineups im Prinzip exakt gleich sind. Das Asus ROG 752VS mit einem Intel Core i7 Prozessor, natürlich der aktuellen Skylake Generation, und einer GTX 1070 Grafikkarte ließ man uns auf der Gamescom leider nur mit FIFA 16 testen und hatte dazu noch die Auflösung auf HD gestellt. Mit dem Spiel tat sich das Notebook erwartungsgemäß nicht schwer, egal welche Einstellungen genutzt wurden. Um sich ein Urteil bilden zu können, müssten wir vielleicht GTA 5 oder Witcher 3 gespielt haben. Das wäre dann auch vergleichbar gewesen. Der erste Eindruck ist aber sehr positiv, die Verarbeitung ist wirklich auf höchstem Niveau, das Display ist auch sehr gut, einzig das Gewicht von 4,5 Kilogramm ist dann bei einem mobilen Gaming-Notebook doch etwas abschreckend. Aber wer es herumtragen will, hat damit ein wirklich solides Gerät. Selbstverständlich ist das noch nicht alles, was auf der Gamescom zu sehen war und was es auch noch zu sehen gibt, aber in einem so knappen Video wollten wir wirklich unsere persönlichen Highlights herzeigen und natürlich auch einen gewissen Fokus auf Windows Area.de haben. Daher haben wir natürlich auch keine
PlayStation 4 Games im Video oder Nintendo Games und haben uns vor allem auf Windows und Xbox konzentriert. Aber ich denke, wir haben da eine sehr gute Mischung gefunden und hoffe, euch hat das Video gefallen. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!